Hi. Hi. Nice to meet you, friends. Ja, heute bereden wir die 42. Folge von Super Dragon Ball Heroes und die Folge war wieder mal ganz kurz, aber ich sag mal, in geschenkten Gau guckt man nicht ins Maul. Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt Dragon Ball bekommen, weil die Serie ist ja noch nicht veröffentlicht. Es gibt nur den Manga und der Film wird auch bald kommen. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn ihr das alles erfahren wollt, was jetzt in der 42. Folge hier vonstatten geht, dann bleibt dran. Let's go! So, Leute, wir haben ja gesehen, dass jetzt hier der Kampf weitergeht. Jiren kämpft gegen Broly, Hildegard kämpft gegen Hit, Buu kämpft gegen Janemba. Und es ist dann halt auch so, dass der Super Saiyan 4 gegen den Super Saiyan Blue jetzt den Kampf hier fortsetzen, weil die ja nichts mehr zu tun haben sozusagen, die haben ja die anderen alle besiegt und dann kämpfen sie einfach fröhlich weiter. Und jetzt sehen wir hier auch Yang Chu, der versteckt sich hier im Gebüsch. Ach, Yang Chu, warum machst du das? Du musst doch auch kämpfen, Mann, du Feigling. Ja, auf jeden Fall ist er da halt im Gebüsch und dann steht er halt auf und dann kriegt er eins auf die Omme, oder besser gesagt, er trifft jetzt diesen gelben, dieses gelbe Viech hier, dieses gelbe Pokémon-Ding. Und es war ja so, wenn man eins davon fängt, hat die Gruppe dann gewonnen und es gibt halt insgesamt drei. Und ja, der Yang Chu war jetzt der Glückliche, der jetzt so ein gelbes Viech hier erwischt hat. Und dann geht's halt weiter. Jetzt werden das Team von Son Goku und Yang Chu werden jetzt dann wieder zurück teleportiert und die haben sozusagen gewonnen. Und dann sind sie jetzt wieder alle auf diesen Zahnrädern. Und es ist dann halt auch so, dass jetzt das Team von Seno Goku auch so ein gelbes Pokémon gefunden hat und das Team von Harz hat jetzt auch so ein gelbes Pokémon-Viech gefunden. Und das heißt dann, dass diese drei Teams jetzt gewonnen haben. Und ja, Piccolo sagt dann, ja, was ist denn eigentlich mit den anderen Kämpfern? Und ja, dann erscheinen diese vier Hampelmänner, diese maskierten Kämpfer. Und der maskierte Kämpfer, der vorne mit dem Schlitz in dem Auge, ich sag gleich, wer das ist. Ja, er sagt dann, ja, du verdammte Namekianer, die anderen sind leider ausgelöscht worden. Sie und das ganze Universum. Und dieser Satz regt dann Trunks auf. Trunks verwandelt sich gleich in den Super Saiyan Gott und will dann, ja, diesen maskierten Kämpfer hier angreifen und sagt dann, wie konntet ihr nur all diese Universen vernichten? Schämt euch nicht und wo ist überhaupt diese alte Lady Ios? Daraufhin in der Rage greift halt Trunks dann den an, aber dieser Typ, also dieser maskierte Kämpfer, der scheint richtig stark zu sein. Das merkt auch Son Goku und Piccolo und die sagen auch beide sehr, sehr wichtige Sätze. Also Son Goku sagt, ja, er hat echt eine verdammt krasse Power und diese Power erinnert mich irgendwie an Punkt, Punkt, Punkt. Und danach sagt noch Piccolo, sein Kampfstil erinnert mich an, oder das könnte sein, und er meint natürlich Son Gohan. Das kann ja nur Son Gohan sein, weil sein Vater erkennt ihn, Piccolo erkennt ihn. Im späteren Verlauf des Kampfes sagt auch noch Trunks, ja, ich kenne dich, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kriegt halt Trunks einen Kick und fliegt dann erstmal weg. Trunks sieht hier ein bisschen alt aus, weil, ja, dieser maskierte Kämpfer namens Son Gohan, also es ist ja Son Gohan, der hat hier so eine rote Aura und Trunks scheint hier richtig am Ablosen zu sein. Er versucht jetzt eine Attacke zu starten, der maskierte Kämpfer auch, aber dann erscheint dieses Ios-Mädchen und tut erstmal die Zeit hier einfrieren. Dann macht sie hier eine Ansage. Ja, jetzt mische ich mich mal ein in das ganze Geschehen hier und bereitet euch vor, jetzt wird es gleich abgehen. Also sie will sich jetzt hier einmischen. Ich habe eh gesagt, dass sie die Party hier sprengen wird. Und dann tut sie sich auch dann noch vorstellen. Sie sagt, ja, ich bin die Veranstalterin dieses Turniers und mein Name ist Ios. Und Leute, bereitet euch vor, jetzt geht's los. Es gab ja mal einen Plot, dass der Daishinkan auch böse sein könnte und sich in das Turnier einmischen könnte, was aber dann hinterher nicht der Fall war. Aber hier ist es dann so, dass dieses göttliche Wesen jetzt hier, ja, die Party hier sprengt und da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze hier ablaufen wird. Und mein Highlight war einfach, dass Son Gohan jetzt gegen Trunks hier kämpft, also dass Trunks Son Gohan quasi erkannt hat an dem Kampfstil und an der Aura und natürlich an der Narbe, an dem Auge.
Wir wissen ja natürlich nicht, wie dieses Mädchen hier Son Gohan hier verzaubert hat. Vielleicht hat sie ja irgendeinen Zaubertrank Son Gohan gegeben und den dann manipuliert. Wir wissen es leider nicht. Oder mit den Dragon Balls. Auf jeden Fall tanzen diese vier maskierten Kämpfer nach der Pfeife von Ios. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob sie Son Gohan wieder zurückbekehren können irgendwie. Weil Trunks kann das eigentlich gut. Er kann ja gut Leute bekehren. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze da ablaufen wird. Und Leute, schreibt mal eure Kommentare rein, wie ihr die Folge fandet. Dann würde ich mal sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Bella und adios, amigos.